Ich habe als Stylist angefangen in 1999. Ich war in Urlaub in L.A. und habe eine Freundin besucht und war mit ihr auf dem Job. Die war Haar- und Make-up-Artistin und bin aus Spaß mit ihr zum Job gegangen. Und da habe ich eine Stylistin kennengelernt, die keine Assistent hatte. Und dann dachte ich mir, ach, das kann ich auch. Und hatte halt das Glück, dass sie eine von den wirklich Top-Stylisten in L.A. war, die wahnsinnig viele Celebrities gemacht haben, wahnsinnig viel Werbung und Film gemacht hat. So da habe ich, glaube ich, ich war an der richtigen Ort, an der richtigen Zeitpunkt und habe einfach die richtige Person kennengelernt, die mir wahnsinnig viel beigebracht haben. Ich habe sie 5 Jahre assistiert in L.A. und New York. So ich bin reingerutscht, vorher war ich Fitnesstrainer. So ganz zwei parallele Welten, die gar nicht miteinander zu tun haben. Also ich glaube, Styling No-Gos ist wirklich, wenn man das Mut irgendwann verliert, irgendwas Neues auszuprobieren. Ich finde, so No-Gos ist schwierig zu sagen, weil es heute ist ein Go, morgen ist es ein No-Go. Die Fashion ändert sich von Tag zu Tag heute. Das geht alles so schnell und alles ist so kurzlebig. Vor 3 Jahren hat er gesagt, weiße Socken wären ein absoluter No-Go. Heute ist weiße Socken überall in jedem Modemagazin zu sehen und ist ein absoluter Go. Es ist halt, für mich ist es halt, wenn man da irgendwie den Mut verliert, irgendwas Neues auszuprobieren, das ist ein absolutes No-Go, wenn man sie dadurch einfach selber verliert und die Mut und die Wille, irgendwas Neues auszuprobieren. Also so Promis kam ich durch meine Assistenzzeit in L.A., wo ich, mein erster Job war wirklich Brad Pitt und Jennifer Aniston zu Hause. Bin ich mit dem Anzug zu Brad Pitt gefahren. So ich bin von meiner Stylistin in L.A. wirklich wahnsinnig gut geschult und hat in L.A. mit fast jeder Celebrity gearbeitet. Was ich heute wirklich wahnsinnig schätze. Und in Deutschland habe ich halt Helene Fischer, Barbara Schöneberger, Yvonne Katterfeld, Sarah Connor, ganz viele Musikbands wie Pur, Phoenix West. Also wahnsinnig breite Bandbreite von allen von Musik in Celebrities und Schauspielern gemacht. Also der Unterschied zwischen Promis und so normalen Leute, wenn man zum Katalog oder Werbung machen, ist natürlich, Die Promi hat ihren eigenen Kopf und man muss natürlich auf die Promis eingehen und mit denen ein wahnsinnig persönliches Verhältnis aufbauen, dass wenn ich einen Werbespot drehe, habe ich kein Verhältnis zu der Person, die ich anziehe, weil ich so eine Direktion vom Agentur oder Kunde oder Regisseur bekomme, die ich da ausfüllen müssen. So, der Unterschied ist wahnsinnig weit auseinander. Das eine ist wahnsinnig persönlich, das andere ist mega unpersönlich. So, da ist der Unterschied schon wahnsinnig groß.